Aktionärinnen und Aktionäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch im Namen von Herrn Borkers begrüße ich Sie sehr herzlich zur morgigen Hauptversammlung hier in Hamburg. Das Leben ist nicht nur online, so lautet der Untertitel unseres Geschäftsberichtes 2013. Gemeint ist damit, dass die Menschen auch weiterhin nicht in die Geschäfte einkaufen gehen und nicht nur im Internet per Klick bestellen. Wenn man die vielfältigen Medienberichte sieht, könnte man meinen, dass die Fußgängerzonen, Supermärkte, Boutiquen und auch die Shoppingcenter mittlerweile verwaist sind. Das Gegenteil ist der Fall, zumindest was unsere 19 Center betrifft. Die Kunden strömen weiter in unsere Einkaufszentren und so konnten wir auch in 2013 einen Rekordgewinn verzeichnen. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen, sondern Ihnen wie gewohnt ausführlich Bericht erstatten. Dafür habe ich folgende Agenda. Zunächst rufe ich Ihnen kurz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf, präsentiere Ihnen Veränderungen in unserem Portfolio und vergleiche das Ergebnis des Geschäftsjahres mit den einstigen Prognosen. Und selbstverständlich werde ich Ihnen wirtschaftliche Ergebnisse erläutern. Danach werde ich Ihnen wie üblich einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr mit den Perspektiven der Deutschen Morgenschau für 2014 geben. Die deutsche Wirtschaft ist 2013 langsamer als in den Vorjahren gewachsen. Sie profitiert erneut von einem guten Außenhandel sowie einer stabilen Binnennachfrage. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2013 um 0,4%, dann 0,7% im Vorjahr. Das sind zwar keine gigantischen Wachstumsraten, aber immerhin ging es aufwärts. Auch auf dem Arbeitsmarkt hat sich die positive Lage im letzten Jahr weiter fortgesetzt. Im Jahresdurchschnitt waren 2,95 Millionen Menschen arbeitslos, was eine Arbeitslosenquote von 6,9% entsprach. Die Bruttolöhne und Gehälter sind 2013 um 1,3% gestiegen und die Sparquote sank auf 10%. Des verfügbaren Einkommens niedriger war die Sparquote zuletzt vor 13 Jahren. In einem Umfeld mit hoher Beschäftigung und weiter niedrigen Zinsen stieg die Konsumneigung der Verbraucher daher erneut leicht an. Die privaten Konsumausgaben, immerhin 57,5% des Bruttoinlandsproduktes ausmachten, erhöhten sich nach den Rechnungen der Statistiker nominal um 2,5%, während die Verbraucherpreise in Deutschland im Rahmen 1,5% gestiegen sind. Meine Damen und Herren, die Menschen haben Arbeit und ihr Geld und bei den niedrigen Zinsen geben sie es lieber aus, anstatt es zu sparen. Das sind weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen für unser Geschäftsmodell. Das Leben ist nicht nur online, aber es findet mittlerweile eben auch online statt. Daher beachten wir mit Blick auf die Umsatzentwicklung des stationären Einzelhandels vor allem die weitere Zunahme im Onlinehandel. Im Vergleich zu 2012 soll der Umsatz im Online-Geschäft nach Berechnungen des HDE 2013 erneut überdurchschnittlich um rund 12% auf nunmehr ca. 33,1 Milliarden Euro gestiegen sein. Für 2014 rechnet der Verband mit einem weiteren Anstieg des Online-Umsatzes auf 38,7 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von ca. 17% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Eine Intensivierung des Wettbewerbes mit Online-Anbietern ist in einigen Branchen daher auch festzustellen. So soll der Online-Anteil am Gesamtumsatz im Weihnachtsgeschäft 2013 in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Spielwaren und Bücher jeweils bereits deutlich über 25% gelegen haben. Als Folge der eher gering steigenden, wenn nicht stagnierenden verfügbaren Einkommen sind dem möglichen Umsatzwachstum im stationären Einzelhandel enge Grenzen gesetzt. Da für immer mehr Kunden beim Einkauf die Komponenten Freizeit- und Erlebnisbedeutung erlangen, werden für die Inszenierung von Shopping-Erlebnissen mehr Flächen als für den reinen Warenverkauf benötigt. Steigende Nebenkosten, beispielsweise infolge der Erhöhung der EEG-Umlage, üben zusätzlichen Margendruck auf die Einzelhändler aus und dagegen stehen dann Investitionen unter immer größeren Renditeerwartungen.
Mit einem Anstieg des Transaktionsvolumens um 21% auf 30,7 Milliarden Euro setzte der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien in Deutschland seinen Expansionskurs auch im vergangenen Jahr weiter fort. 2,8 Milliarden Euro wurden aber nur in deutsche Shoppingcenter investiert. Damit ging das Transaktionsvolumen erneut um rund 10% zurück, nachdem schon 2012 ein Rückgang von 34% zu verzeichnen war. Als wesentliche Ursache für diese Rückgänge wird die Fokussierung der Investoren auf Core-Produkte, das heißt 1A-Immobilien, gesehen. Und in diesem Segment gab und gibt es nur ein geringes Angebot an Objekten, die man erwerben kann. Die sogenannten Spitzenrenditen für Shoppingcenter-Investments in Deutschland lagen Ende 2003 bei 4,7%, also leicht unter denen des Vorjahres. Wir bewegen uns damit weiterhin am unteren Rand einer 10-Jahres-Spanne von nunmehr 4,7 bis 5,7%. Mit anderen Worten, die Preise sind sehr hoch. Was haben wir in diesem Umfeld unternommen? Nach 8 Jahren waren wir erstmals wieder auf der Verkäuferseite und haben das hohe Preisniveau genutzt, um uns von unserer Beteiligung an der Galeria Dominikanska in Breslau zu trennen. Ende August vergangenen Jahres haben wir diese mit 33% kleinste Beteiligung zusammen mit unseren beiden Partnern an ein börsennotiertes Immobilienunternehmen verkauft, das seinen Investitionsschwerpunkt in Osteuropa hat. Unser Portfolio haben wir dadurch bereinigt und einen Gewinn von 15,8 Millionen Euro realisiert. Beim Investment von 15,4 Millionen vor 10 Jahren entspricht dies einem Gewinn von etwas mehr als 100% nach Steuern. Und wir haben alle 10 Jahre sehr ordentliche Ausschüttungen aus dem Objekt erhalten. Und ich finde, das ist doch nicht schlecht, oder? Über den Anteilszukauf an der Altmarktgalerie in Dresden konnte ich Ihnen ja bereits vor einem Jahr an dieser Stelle ausführlich berichten, da diese Transaktion, das waren 132 Millionen Euro, die wir da in die Hand genommen haben, bereits zum 1. Mai letzten Jahres umgesetzt wurde. Kommen wir nun zum Soll-Ist-Vergleich. Die Umsatzerlöse des Deutsche Euroshop-Konzerns sind gestiegen um 5,5% auf 188 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatten wir Ihnen 186 bis 189 Millionen Euro in Aussicht gestellt und da haben wir den Zielkorridor also genau getroffen. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern, des EBIT, haben wir zwischen 162 und 165 Millionen Euro erwartet. Mit einem Anstieg um 9,4% auf 565,8 Millionen Euro sind wir am oberen Ende der erwarteten Spanne herausgekommen. Dies lag auch daran, dass die Quote der Grundstücksbetriebs- und Grundstücksverwaltungskosten von 10,4% auf nur noch 9,5% gesunken ist. Das ist im langfristigen Vergleich eine sehr niedrige Kostenquote und für 2014 erwarten wir auch eine leicht höhere Kostenquote wieder. Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich um 28 Millionen Euro auf minus 34,1 Millionen Euro. Dies ist zunächst auf den erwähnten Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der Anteile an der Galeria Dominikanska zurückzuführen. Daneben hatten aber die Bilanzierungsumstellung auf Ad Equity und die Erstkonsolidierung der Altmarktgalerie Dresden einen wesentlichen Einfluss. Die Zinserträge lagen mit 400.000 Euro auf Vorjahresniveau, während die Zinsaufwendungen auf vergleichbarer Basis mit 57,8 Millionen Euro um knapp eine halbe Million Euro über dem Vorjahr lagen. Für das operative Ergebnis vor Steuern, das EBT, ohne Bewertungsergebnis, kalkulierten wir mit 113 bis 116 Millionen Euro. Heraus kamen 113,4 Millionen Euro und darin ist der Veräußerungsgewinn nicht enthalten, damit der Vergleich auch korrekt ist. In Summe haben wir also alle gesetzten Ziele erreicht, mal am oberen Ende der Prognose, mal am unteren Ende und damit sollten und können wir sehr zufrieden sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Bewertungsergebnis.
Mein Hinweis zum Bewertungsergebnis, den kennen die meisten von Ihnen, aber für diejenigen von Ihnen, die unsere Einschätzung nicht kennen, folgendes. Das Bewertungsergebnis hat für uns zunächst nur eine untergeordnete Bedeutung, da es sich, solange wir kein Objekt verkaufen, zunächst nur um Effekte auf dem Papier handelt. Diese sind nicht cashrelevant und als Dividende ausschüttbar. Und daher fokussieren wir uns auf den FFO, die Funds from Operation, zu denen ich später komme. Eher nachträglich berichte ich Ihnen daher, dass sich das Bewertungsergebnis von 13,9 Millionen Euro auf 56 Millionen verbessert hat. Im Durchschnitt wurden unsere Konzernimmobilien nach Berücksichtigung der laufenden Investitionen um 2,1% aufgewertet, wobei die Bandbreite der Bewertungsergebnisse bei den einzelnen Centern zwischen 0 und plus 4,8% lag. Die gutachterliche Nettoanfangsrendite, das ist Miete minus Kosten geteilt durch den Wert der Immobilie, lag im Durchschnitt unseres Portfolios bei 5,97%, also knapp unter 6%. Wichtig ist hierbei der Ansatz der Wertermittlung. Es handelt sich um ein schwankungsarmes ökonometrisches Modell ohne extreme zyklische Ausschläge, stellt mehr auf Fundamentaldaten ab als die Maklermethode, die mehr kurzfristige Entwicklungen am Immobilienmarkt abbildet und von daher für Bilanzierungszwecke sich unseres Erachtens nicht unbedingt eignet, denn das würde zu einem unsinnigen Auf und Ab im Ergebnis führen, von dem wir uns alle nichts kaufen können. Aber wenn ich die Rendite von knapp unter 6% vergleiche mit den jüngsten Markttransaktionen, kann ich mit unserer Bewertung weiter ruhig schlafen und da lege ich sehr großen Wert drauf. Ein Einflussfaktor fehlt noch, bevor ich zum Konzernergebnis komme, die Steuern. Dieses Thema hat uns 2011 und 12 ja mächtig auf Trab gehalten. Nun aber haben wir die Konzernstruktur weitreichend optimiert und ich kann das Steuerthema Gott sei Dank kurz halten. Wollen wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt und keine steuerlichen Überraschungen auf uns warten, denn leider weiß man das ja nie im Hinblick auf dieses Thema. 2013 konnten wir die latenten Gewerbesteuerrückstellungen um 12,6 Millionen Euro reduzieren, nachdem wir für eine weitere Gesellschaft, in diesem Fall handelt es sich um die Objektgesellschaft für Dresden, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung geschaffen haben. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus der Zuführung zu den latenten Ertragssteuern, also Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer, aus dem Berichtsjahr in Höhe von 28,7 Millionen Euro. Insgesamt lagen die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag daher bei 16,6 Millionen Euro. Der tatsächliche Steueraufwand aus den Ertragssteuerzahlungen des Berichtsjahres belief sich auf lediglich 2,4 Millionen Euro. Daraus ergab sich letztlich ein Rekordkonzernergebnis von 171 Millionen Euro, das 40% über dem Vorjahresergebnis lag. Der Gewinn je Aktie, meine Damen und Herren, stieg von 2,36 Euro um 34% auf 3,17 Euro im Berichtsjahr. Davon in vielen 1,74 Euro auf das operative Geschäft, und das ist entscheidend, ein Plus von 28%, und 87 Cent auf das Bewertungsergebnis. Darüber hinaus war der Gewinn je Aktie des Geschäftsjahres durch Steuererträge, diese erwähnte Auflösung der Steuerrückstellung, von 27 Cent sowie den Veräußerungsgewinn in Höhe von 29 Cent positiv beeinflusst. Kommen wir nun zu der für uns wichtigsten Kennzahl, über die wir berichten, den Funds from Operations oder kurz FFO. Die FFO stellen den Cashflow nach gezahlten Steuern aus der operativen Tätigkeit dar. Sie dienen der Finanzierung unserer laufenden Investitionen in die Bestandsobjekte, der planmäßigen Tilgung unserer langfristigen Bankdarlehen sowie der Dividende. 2013 haben wir einen FFO von 112 Millionen Euro bzw. 2,08 Euro je Aktie erwirtschaftet. Das waren 24% mehr als im Vorjahr. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich muss mich erneut wiederholen, auch unsere Bilanzstruktur
ist unverändert solide. Allerdings ist leider durch die Pflicht zur Equity-Bilanzierung die Komplexität gestiegen und auch Transparenz verloren gegangen. Die Bilanzsumme des Konzerns ist nur um 47,3 Millionen Euro auf knapp 3,4 Milliarden Euro gestiegen. Dabei beliefen sich die kurzfristigen Vermögenswerte zum Jahresende auf 55,7 Millionen Euro. Der Rückgang von 115,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert ausschließlich aus den niedrigeren liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag, die sich auf 40,8 Millionen Euro summierten. Die Investment Properties erhöhten sich um 138 Millionen Euro. Hiervon entfielen auf die Altmark Galerie in Dresden knapp 393 Millionen Euro, den Abgänge aus der Endkonsolidierung der Objekte in Passau und Hamburg-Harburg, die von Vollkonsolidierung in Ad Equity umbilanziert wurden, von 333 Millionen Euro. Die Investitionskosten der Bestandsobjekte betrugen 18,1 Millionen Euro und aus der Bewertung des Immobilienbestandes ergaben sich Aufwertungen in Höhe von 60,5 Millionen Euro. Die At-Equity-bilanzierten Finanzanlagen erhöhten sich von 322 Millionen um 20 Millionen auf 342 Millionen Euro. Einem Zugang aus der Erfassung der Beteiligung an den Objekten in Passau und Hamburg-Harburg von 149 Millionen Euro, das ist nur noch das Eigenkapital, was wir da bilanzieren, was wir an den Gesellschaften halten. Diesen Zugängen steht ein Rückgang, bedingt durch die Vollkonsolidierung der Altmark Galerie Dresden, die nämlich in Net Equity war dann in 2012, zum 1. Mai 2013 von 135 Millionen gegenüber. Und aus der Differenz zwischen den anteiligen Jahresergebnissen der Ad-Equity-Gesellschaften und den Entnahmen resultiert ein Zugang zu den Ad-Equity-bilanzierten Finanzanlagen von 6,1 Millionen Euro. Als Ad-Equity werden neben Passau und Harburg, die ich schon erwähnt habe, auch die Objekte in Magdeburg, Klagenfurt und Peetz bilanziert. Die kurzfristigen Verpflichtungen sind durch den Rückgang der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten sowie der Steuerverbindlichkeiten um 119 Millionen Euro auf 123 Millionen Euro gesunken. Die langfristigen Verpflichtungen erhöhten sich hingegen um 59 Millionen Euro auf 1,84 Milliarden Euro, im Wesentlichen bedingt durch die erstmalige Vollkonsolidierung der Altmark Galerie Dresden sowie den erwähnten Endkonsolidierungsmaßnahmen. Das Eigenkapital des Deutschen Euroshop-Konzerns war zum Ende des Berichtsjahres mit 1,43 Milliarden Euro um 107 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Meine Damen und Herren, gerade vor zwei Wochen hat die Europäische Zentralbank die Zinsen erneut gesenkt. Der Leitzins liegt zurzeit bei nur noch 0,1%. Wenn Banken über Nacht Geld bei der EZB parken möchten, kostet sie das sogar Geld. Eigentlich ist das wie in den Parkhäusern in unseren Shoppingcentern. Damit diese aufgrund ihrer guten Anbindung nicht als Park-and-Ride-Parkplatz zweckentfremdet werden, kosten sie eine geringe Gebühr, die allerdings hoch genug ist, um das Langzeitparken unattraktiv zu machen. Eine ähnliche Denke mag die EZB verfolgen. Das Geld soll nicht bei ihr geparkt werden, sondern im Wirtschaftskreislauf für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. In diesem attraktiven Zinsumfeld, in dem wir uns bewegen, konnten wir leider nur am Anfang des Jahres 2013 unser Darlehensportfolio weiter optimieren. 13 Bestandsdarlehen, die zur Finanzierung des Main-Taunus-Zentrums in der Vergangenheit aufgenommen wurden, haben wir Ende Februar durch ein neues Darlehen in Höhe von insgesamt 220 Millionen Euro abgelöst. Während die durchschnittliche Restlaufzeit dieser 13 Darlehen zum Ablösezeitpunkt bei nur noch 0,9 Jahren und der Durchschnittszinssatz bei 3,88% lagen, wurde das neue Darlehen über 10 Jahre zu einem Zinssatz von 2,99% PA abgeschlossen. Im Konzern lag unsere Fremdfinanzierungsquote bei 43%. Das ist im internationalen Vergleich ein gutes, aber auch übliches Niveau. Insgesamt waren die Fremdfinanzierungskonditionen zum Jahresende für durchschnittlich 7 Jahre zu 3,88% PA gesichert.
Ich möchte meine Ausführungen zu unserer Bilanz abschließen mit dem Net Asset Value. Der NAV, so die Abkürzung, entspricht dem Wert des Vermögens abzüglich der Verbindlichkeiten, also dem Nettosubstanzwert vor Steuer. Zum 31. Dezember 2013 ergab sich ein Net Asset Value von 1,65 Milliarden Euro gegenüber 1,54 Milliarden Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von 7,2% und heruntergebrochen auf die Aktie stieg der NAV von 28,53 Euro auf 30,59 Euro. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, nun habe ich Ihnen viele Fakten präsentiert und über Rekordergebnisse gesprochen und zu Recht werden Sie sich fragen, wie sich diese Ergebnisse für Sie nun auszahlen. Kommen wir daher zu unserer Aktie und zur Dividende. Unsere Aktie pendelte in den ersten Monaten 2013 zwischen 30,50 Euro und 32 Euro, bevor sie Mitte Mai bei 34,48 Euro das Jahreshoch erreichte. In einem rückläufigen Börsenumfeld ging der Kurs bis auf 29,45 Euro am 24. Juni zurück, was kurz nach der Dividendenausschüttung auch das Jahrestief darstellte. In den darauffolgenden Wochen schwankte sie in einem etwas erweiterten Korridor zwischen 30,50 Euro und 33,20 Euro. Zum Ende des Jahres 2013 lag der Kurs bei 31,83 Euro und konnte damit das Jahr leicht im Plus abschließen. Die Marktkapitalisierung der Deutsche Euroshop stieg 2013 nur um knapp 10 Millionen Euro auf 1,72 Milliarden Euro. In diesem Jahr sieht die Kursentwicklung unserer Aktie bisher viel erfreulicher aus. Seit Mitte März, also etwa mit der Veröffentlichung unserer endgültigen Ergebnisse für 2013, hat sich der Kurs von Allzeithoch zu Allzeithoch gehangelt. So kann das gerne weitergehen, aber wir sind alle erfahren genug zu wissen, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. In der Vergangenheit wurde vielfach der Wunsch geäußert oder an uns herangetragen, eine nachhaltig planbare Dividendenpolitik anzubieten. Mit unserer im November modifizierten Dividendenpolitik möchten wir diesem Wunsch entsprechen. Ihre Zustimmung vorausgesetzt, möchten wir die Dividende bis 2016 kontinuierlich erhöhen, und zwar jährlich um jeweils 5 Cent die Aktie. Bis zum Geschäftsjahr 2016 würde sie dann auf 1,40 Euro je Aktie steigen und dies entspräche einer absoluten Steigerung um 16,6% in diesem Zeitraum und einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung um 3,9%. Bisher war die Resonanz auf diese Anpassung der Ausschüttungspolitik durchweg positiv und ich hoffe, dass Sie das auch so sehen. Unser bisherigen Ansatz, dass die gezahlte Dividende das Minimum für die Zukunft darstellt, verfolgen wir dabei unverändert weiter. Die Deutsche Euroshop hat derzeit rund 9.300 Aktionäre. Die Aufteilung hat sich auch 2013 kaum verändert. Wir scheinen die ideale Struktur gefunden zu haben. Institutionelle Investoren halten etwa 53,7% der Aktien, private Investoren etwa 24,3%. Der Anteil der Familie Otto beträgt unverändert 16%. Die gemeinnützige Hertie Stiftung und BlackRock halten nach eigenen Angaben jeweils etwas über 3% der Aktien und sind damit die größten institutionellen Investoren. Während deutsche Investoren mit 65% weiterhin klar die Mehrheit an der Deutsche Euroshop halten, ist die Aktionärsstruktur auch insgesamt europäisch dominiert, angeführt von niederländischen, britischen und französischen Investoren mit zusammen etwa 19% Anteilsbesitz. US-amerikanische Investoren halten nur knapp 8% der Euroshop-Aktien. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zur Prognose. Die volkswirtschaftlichen Aussichten für Deutschland sind auch für 2014 positiv. Die Wachstumsimpulse sollten von einer weiterhin guten Binnennachfrage und einem anziehenden Exportgeschäft ausgehen. Das Ganze wird unterstützt von einer niedrig bleibenden Arbeitslosenquote und einer sehr geringen Inflation.
Wir gehen daher von einer positiven Entwicklung unserer Shoppingcenter aus. Der Vermietungsstand über alle Shoppingcenter wird aus heutiger Sicht weiterhin bei rund 99% liegen. Zum Jahresende 2013 lag dieser über alle Flächen mit 98,6% auf dem Niveau des Vorjahres. Auf dem Transaktionsmarkt für Shoppingcenter ist es angebotsseitig unverändert ruhig. Sollten sich für uns Gelegenheiten ergeben, werden wir diese wie immer sorgfältig prüfen und gegebenenfalls nutzen. Derzeit prüfen wir eine solche mögliche Gelegenheit für ein Shoppingcenter in Deutschland, sind aber noch ganz weit weg von etwas Spruchreifen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir daher, wie immer ohne Akquisitionen, einen um 6% höheren Umsatz von 198 bis 201 Millionen Euro, ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 174 bis 177 Millionen Euro, auch ein Plus von 6%, ein Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis von 120 bis 123 Millionen Euro, was einem Anstieg von etwa 7% entspräche, und 4% höhere Funds from Operations je Aktie zwischen 2,14 Euro und 2,18 Euro. Die Ergebnisse der ersten drei Monate 2014 zeigen, dass diese Prognose nicht unrealistisch ist. Mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro konnten wir in den ersten drei Monaten das Vorjahresquartal um 18% übertreffen. Das Nettobetriebsergebnis stieg gleichfalls um 18% auf 45,6 Millionen Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 19% auf 44,2 Millionen Euro. Das Konzernergebnis wuchs um 12% auf 22,6 Millionen Euro und der FFO verbesserte sich um 10% auf 55 Cent je Aktie. Zu den Wachstumsraten im ersten Quartal sei erwähnt, dass diese vom Konsolidierungseffekt der Altmarktgalerie positiv überzeichnet sind und sich im Jahresverlauf abflachen sollen. Dennoch sind wir absolut planmäßig gestartet und die Prognoseziele sollten erreichbar sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das Leben ist nicht nur online. Wir erzielen mit unserem Offline-Geschäft auch erfreuliche Ergebnisse. Dies als kurze Zusammenfassung meines heutigen Vortrags. Unser Shoppingcenter- und Mietvertragsportfolio, die Bilanz und das Kreditportfolio sind solide aufgestellt. Die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen unsere Prognosen. Zum Abschluss möchte ich daher gemeinsam mit Herrn Borkers, wie üblich, dem Team der Deutsche Euroshop für ihren Einsatz danken. Denn ohne dieses Engagement wären wir nicht da, wo wir heute sind. Daher vielen Dank an Frau Kaiser, Frau Schäfer, die leider die Stellung hält im Büro, Herrn Kiss und Herrn Lissner. Ich möchte auch dem Aufsichtsrat herzlich danken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit, auch in neuer Besetzung, zum Wohle unserer Gesellschaft. Lieber Herr Dr. Gähl und lieber Herr Dr. Thiemann, Ihnen als ausscheidenden Aufsichtsräten danke ich sehr für die langjährige Zusammenarbeit. Ihnen beiden wünsche ich alles Gute. Gehen Sie shoppen und besuchen Sie uns ab und zu. Und das offline, also nicht online auf unserer Webseite, sondern in unseren Centern und in unserem Büro in Hamburg. Und Ihnen, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, danke ich ebenfalls. Wir werden weiter alles tun, um Ihr Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen. Herzlichen Dank.